Kommt jetzt der ganz große Tech-Crash nach den Zahlen von Amazon, Meta, wie sie alle heißen, diesen herben Abverkäufen, die wir da gesehen haben, Microsoft, Google? Oder ist es genau andersrum? Sehen wir jetzt einen Short-Squeeze, der sich gewaschen hat? Ich persönlich werde immer bullischer. Kann ich mich dabei irren? Absolutely, natürlich, da kann ich falsch liegen. Aber ich versuche mal ein paar Dinge hier zusammenzufassen, eins und eins zusammenzuzählen und dadurch eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu erlangen, was jetzt passieren könnte. Und wir starten zunächst mal eben mit diesem herben Abverkauf. Microsoft nach den Zahlen -8%, Google -9%, Meta wissen wir alle, Amazon haben wir gesehen, alleine $1 Billion an Marktkapitalisierung haben diese großen Tech-Aktien verloren und vor allem deren Inhaber oder deren Gründer, etwa Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, die letzten beiden von Google respektive Alphabet, die haben richtig auf die Mütze gekriegt. Nur ein Chinese ist dabei, der ähnlich viel verloren hat in diesem Jahr, wobei es auch die Chinesen ganz gut erwischt hat. Aber jedenfalls ein Blutbad auf breitester Front und dann müsste man doch eigentlich annehmen, dass die Aktienmärkte jetzt richtig runtergehen, dass wir da neu tief sehen. Tun wir das? Nein, das tun wir nicht. Und das ist wahrscheinlich die Botschaft, die hier enthalten ist. Welche Voraussetzungen brauchen die Bären eigentlich noch, um die Märkte nach unten zu drücken? Wenn sie es jetzt nicht schaffen, wann dann? Diese Frage muss man stellen. Und sie schaffen es derzeit nicht. Und das deutet darauf hin, dass da etwas anderes kommt, dass wir Bärenfleisch grillen werden an den Märkten. Ist nicht jedermanns Sache, aber das ist zumindest das, was hier droht. Als ich jetzt hier zuletzt die Kurse nochmal gesehen hatte, waren wir im Dow knapp 2% im Plus, im Nasdaq sogar über 2% im Plus. Und hier sehen wir im Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, den Nasdaq 100. Und da hatte ich diese Unterstützungszone hier dunkelgrau mal markiert, so um und bei 11.000 Punkte beim Nasdaq 100. Und da sind wir ziemlich genau hingelaufen in Reaktion auf die Amazon-Zahlen gestern. Die Aktie ja -20% nachbörslich kurzfristig. Aber jetzt sehen wir hier diese Gegenkerze, die hier nach oben strebt. Wir haben dann so im Bereich 11.670, 11.680 nochmal einen Widerstand. Aber wenn es da drüber geht, dann kann es für die Bären ungemütlich werden, denn da liegen Stops. Diese Stops werden gezogen über diesen Doppeltop, wenn der Markt da drüber geht. Dementsprechend ist der Weg des größten Schmerzes eben jetzt nach oben, nachdem eben jetzt die Reaktion der Märkte gezeigt hat, dass man nicht wirklich mit Überzeugung und totaler Verzweiflung nach unten will. Dementsprechend denke ich, haben wir da gute Chancen, noch weiter zu laufen, zumal die Puts extrem hoch sind, derzeit auf den S&P 500. Da müssen dann, wenn das also immer weiter nach oben geht, viele eindecken, die entweder Absicherungspositionen mit diesen Puts eingegangen sind oder geglaubt haben, ja, da kommt noch was nach unten, da geht es richtig nach unten. Wir sind off the charts, was das betrifft. Und wir sehen, dass Smart Money, also das kluge Geld, könnte man sagen, hat eine sehr hohe Confidence derzeit. Die waren überhaupt nicht confident, als wir hier so stark nach oben gelaufen waren. Aber jetzt sagt dieses Smart Money, ja, die Bewertungen sind besser und möglicherweise wird die Fed ein bisschen nervöser werden. Dafür gibt es ja ganz gute Anzeichen, nachdem vor allem demokratische Politiker Druck gemacht hatten. Ich habe das in den letzten Videos immer wieder betont. Und wenn wir uns jetzt mal die Struktur des Marktes anschauen, hier mit Sven Henrik, dann sehen wir, wir haben die zwei aufeinanderfolgenden Quartale, die niedrigsten High-Low-Readings im Nasdaq, also Aktien, die ihr Hoch erreichen, 52 Wochen hoch oder 52 Wochen tief. Das ist sogar krasser jetzt ausgebombt als im Jahr 2000, Dotcom-Blase geplatzt, und 2008 hatten wir nur mal einmal im Jahr 1990. Das war dann der Boden, muss diesmal nicht so kommen, aber wir sehen, wie ausgebombt diese ganze Geschichte ist, zumal jetzt nach dem Fall vieler großer Tech-Aktien im Gefolge der Berichtssaison, und wir sind saisonal in einer extrem guten Zeit. Jetzt Ende Oktober, gucken Sie mal, die letzten Oktoberhandelstage und auch der Anfang des Novembers tendiert dazu, richtig, richtig gut zu sein. Das ist die beste Periode des gesamten Jahres, saisonal gesehen, muss diesmal nicht so sein, aber irgendwie wiederholen sich die Dinge ja zumindest ähnlich oder sie reimen sich ein bisschen, wenn sie sich nicht wiederholen. Das deutet also darauf hin, dass wir da durchaus Potenzial hätten, zumal die Stimmung bärisch ist, die Positionierung bärisch ist. Und ja, es kann durchaus sein, dass wenn wir in einem wirklichen Bärenmarkt sind, wir dann nur seitwärts laufen.
Das zeigt hier die Seasonality beim S&P 500 in Bärenmärkten, Bullenmärkten und normalen Jahren, die also wieder ganz klar so gekennzeichnet sind. Da sehen wir unten, dass es dann zumindest auch da Anfang November sogar nochmal nach oben geht, aber dann fisselt die Rallye aus. Kann diesmal auch passieren, aber wie gesagt, das ist ja saisonal schon eine super Zeit. Haben wir jetzt eine Parallele zu 2008, dem Crash damals? Ich selbst hatte ja Charts gezeigt in diese Richtung, aber dann auch darauf hingewiesen, dass wir da eine ziemliche Abweichung plötzlich gesehen haben. Und Tom Lee, zugegeben ein absoluter Bulle, ein Dauerbulle, verweist jetzt auf seinen Kollegen Mark Newton, der sagt, naja, also dieser Chart hat eher Ähnlichkeiten beim S&P 500 jetzt in diesem Jahr mit 1962. Und eine solche Bewegung kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt erstmal nach oben geht. Zumal der Bank of America Bull and Bear Indicator, also die Befragung unter den großen, großen Dickfischen der Fondsmanager, deutet darauf hin, dass das Sentiment jetzt die sechste Woche in Folge extrem bärisch ist. Totale Kapitulation, hohe Cashquoten. Und da spricht er dafür, dass dann das Gegenteil passiert. Das würde dann jemand freuen, den Sie vielleicht vom Sehen schon mal irgendwie wahrgenommen haben. Aber dennoch, es muss darauf hingewiesen werden, diese ganze Buyback-Manie, etwa bei Facebook respektive Meta, die haben ihre eigenen Aktien für $330 gekauft. Jetzt sind wir so um 100 oder sogar drunter. Das zeigt, da wird man irgendwann mal diese Aktien bilanzieren müssen, wenn diese Kursstände nicht mehr erreicht werden von 330. Das ist sozusagen so ein Relikt der Vergangenheit, was wir wahrscheinlich nicht mehr sehen werden. Alles hängt natürlich von der Fed ab. Nächsten Mittwoch die Fed-Entscheidung. Heute haben wir die Verbraucherpreise, PCE, gesehen. Die waren eigentlich in der Erwartung, die Kernrate zum Vorjahresmonat sogar ein bisschen niedriger. Aber interessant ist, dass die Sparquote der Amerikaner jetzt auf 3,1% gefallen ist von 3,4. Absoluter Negativrekord. Niedrigster Wert war 3,0. Warum fällt die Sparquote der Amerikaner? Because of Inflation, weil die Preise so stark gestiegen sind. Und jetzt kommt noch die restriktive Geldpolitik der Fed dazu. Das gibt den Leuten dann irgendwie den Rest und darauf dürfte auch die Politik verstärkt den Herrn Powell hinweisen, dass das eine sehr giftige Kombination für den Konsumenten ist, der ja immerhin der Garant der amerikanischen Wirtschaft ist. Und ein großes Thema sind ja diese Sorgen vor einer Lohnpreisspirale. Aber hier sehen wir mal die Private Wages, die sind zwar 8,1% gestiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat, aber wir haben eine klare Abwärtstendenz bei diesen Lohnentwicklungen, also die Zuwachsrate geht immer weiter runter. Das zeigt, dass die Dynamik sich komplett abschwächt, dass wir wahrscheinlich eben keine Lohnpreisspirale sehen, beziehungsweise den Hochpunkt dieser Lohnpreisspirale schon gesehen haben, zumal damit zu rechnen ist, dass der Arbeitsmarkt auch abkühlt mit dieser Abkühlung der Wirtschaft. Dann werden mehr Leute arbeitslos und dann können diejenigen, die Arbeit haben, jetzt nicht hergehen und sagen, ja, ich will aber jetzt mal ganz entspannt eine dicke Lohnerhöhung. Auch das dürfte vorbei sein. Hier sehen wir nochmal den ECE, das ist der Employment Cost Index, der für die Fed sehr wichtig ist. Jerome Powell hatte im Dezember darauf verwiesen, ja, dieser ECE war sehr hoch, also die Sorge vor dieser Lohnpreisspirale. Hier sehen wir, ja, das gab bis März eine absolute Aufwärtsbewegung. Diese Daten werden nur einmal im Quartal veröffentlicht, aber jetzt sehen wir, wie das doch deutlich nachlässt in der Dynamik und das würde darauf hindeuten, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft eine Inflation von 4% haben und da sind wir ja schon fast jetzt, wenn wir die nächste Zinsanhebung nächste Woche bekommen von der Fed. Und dann gucken wir mal auf den Immobilienmarkt, wieder heute frische Daten, Pending Home Sales collapsed in October. Schwächster Wert seit dem Jahr 2010, also der Abschwung am Immobilienmarkt durch so stark gestiegene Hypothekenzinsen, der ist krass. Wir sehen das Verbrauchervertrauen, die sind aktuell noch ganz gut drauf, aber sehr pessimistisch, nämlich die amerikanischen Konsumenten für die Zukunft. Dementsprechend reagieren die auf die Inflation und vor allem auf ihre immer geringere Sparquote. Man lebt so im Hier und Jetzt und sagt sich, naja, noch kann ich das ja, aber wenn die ganze Geschichte so weitergeht, dann kann ich es nicht mehr. Und deswegen erwartet nicht nur ich, sondern etwa auch BlackRock, die sagen ihren Kunden, man erwartet eine Pivot Language bei der nächsten Meeting der Fed, also jetzt nächste Woche, dass da zwar wahrscheinlich diese Zinsanhebung von 0,75% kommt, aber dann eben von der Fed respektive von Powell in der Pressekonferenz dann gesagt wird,
Naja, wir gucken jetzt mal, wir müssen doch erstmal abwarten, wie diese Zinsanhebungen auf die Wirtschaft wirken. Das wird das Argument sein. Faktisch ist es Druck auch von der Politik wahrscheinlich, der dann zu dieser Haltung führen könnte. Und wenn wir uns mal hier das Makrobild anschauen, dann sehen wir unten etwa die High Yield Corporation Borrowing Rates, also das, was praktische Junkbond-Firmen zahlen müssen, damit sie überhaupt noch finanziert werden, massiv hoch, praktisch auf dem Hoch, das wir gesehen haben nach der Finanzkrise. Und wir sehen, dass etwa die kanadischen Konsumenten verschuldeter sind, pardon, als die Japaner es waren auf dem Hochpunkt der absolut gigantischen Immobilienblase in Japan. Und deswegen hat die Bank of Canada ja kürzlich die Zinsen nur um 0,5 statt wie erwartet um 0,75% angehoben. Und die Bank of Canada ist wahrscheinlich so eine Art Frühindikator für das, was die Notenbanken insgesamt machen. So, wir dürfen also eine stärkere Arbeitslosigkeit sehen. Der Arbeitsmarkt ja ein nachlaufender Indikator. Und das ist bullish für Bonds. Hier sehen wir mal, wie stark sozusagen die Abweichung war zwischen Arbeitslosenquote und dem Verhältnis zwischen den 10-jährigen Staatsanleiherenditen und dem S&P 500. Da dürfte also etwas kommen. Normalerweise, wenn die Wirtschaft abschwingt, wenn wir eine Rezession haben, dann flüchten Investoren gerne mal eben in die Anleihen. Und hier sehen wir, dass dieser Aufwärtstrend seit August letzten Jahres, der sehr steil war, sehr heftig war, gebrochen worden ist. Ich hatte das heute Morgen schon gezeigt, bei den Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe im RSI oben mit einer Divergenz. Politisch wird es interessant, jetzt bald, Zwischenwahlen am 8. November. Und jetzt ist ja so, dass Musk als neuer Twitter-Chef jetzt diese lebenslangen Sperren aufheben will. Und jetzt hat Trump schon klargemacht, dass er durchaus gewillt ist, sozusagen da seine Posts auf Truth Media direkt weiter zu routen, dann über Twitter. Also er wird doch wieder dabei sein. Interessant ist auch, ja, wer hat eigentlich das Geld für diese Truth-Plattform wirklich gestreckt? Trump selber war es nicht, das weiß man. Also das könnte politisch dann noch ziemlich interessant werden in nächster Zeit. Jetzt kommen wir mal nach Europa. Heute sahen wir, dass Exxon mit super Quartalszahlen aufgewartet hat. Die Aktie jetzt 170% gestiegen, seit sie aus dem Dow Jones rausgefallen ist. Und man hat gleichzeitig mit Vorlage der Zahlen davor gewarnt, dass die europäische Politik hier praktisch die Energieversorgung gefährdet. Sie unterbindet praktisch Neuinvestments in diese fossilen Energieträger. Und das dürfte zu Energieknappheit und zu steigenden Preisen für die Konsumenten führen. Das ist eine klare Warnung, die natürlich wieder ignoriert wird. Vielmehr hat die EU sich jetzt geeinigt, auf 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zu verkaufen, also E-Fahrzeuge. Ist schön und gut. Problemchen ist nur, dass man etwa, um dieses Ziel zu erreichen, ein Mehrfaches an Lithium braucht zur Herstellung eben dieser Batterien, ein Mehrfaches an anderen Rohstoffen, die derzeit entweder nicht in der Form vorhanden sind oder vor allem aus China kommen. Darüber spricht aber keiner. Ich hatte da schon mal eine Grafik zu gezeigt, dass vor allem China da der große Lieferant ist. Hier sehen wir, wozu das führt. Die Energiepreise, die ja schon vor dem Ukraine-Krieg gestiegen sind, die schießen durch die Decke. Jetzt die deutsche Inflation auf 10,4% gestiegen, HVP. Und wenn wir das nach europäischer Berechnungsmethode machen würden, dann wären wir sogar bei 11,6%. Also das ist schon sehr sportlich, dann zu sagen, naja, wir wollen trotzdem irgendwie unsere Wunschvorstellung, unsere Elfenbeinturm-Fantasien ein bisschen leben. Und mit aktiv da beteiligt ist auch natürlich die EZB, denn die bestraft ja Banken, die Unternehmen aus dem fossilen Bereich Kredite geben. Die werden abgestraft. Das ist sozusagen das ganz große Problem, dass die EZB sich da zum Helfershelfer macht. Man hat darüber gestritten jetzt. Wie wollen wir denn jetzt eigentlich formulieren? Drei Ratsmitglieder wollten nur 0,5% Anhebung. Und dann war eben auch die Frage mit dieser Formulierung, man habe substanzielle Fortschritte gemacht bei der Rückführung der ultralaxen Geldpolitik, also, und hat vor allem diesen Passus, in den nächsten Sitzungen werde man die Zinsen weiter deutlich anheben, gestrichen. Das ist interessant. Wir hatten heute, wie gesagt, ja wieder diese Verbraucherpreise aus Deutschland über der Erwartung.
Was ist das große Problem? Warum wird die EZB auch die Zinsen nicht ganz groß anheben können? Nun, die Gesamtschulden in der Eurozone liegen bei 400%, 409%, wie Hannes Zipfel hier zeigte, des BIPs, also Haushalte, Firmen plus Staaten. Und das wird bedeuten, dass die EZB da bestimmte Grenzen hat und wahrscheinlich auch ihre Legitimität immer mehr verlieren wird. Das dürfte eine der großen Lektionen jetzt aus den Geschehnissen der letzten Jahre sein. Abschließend zwei Hinweise, warum Europa sich nicht auf LNG aus den USA verlassen kann. Ein hochinteressanter Artikel. Bisher hat uns Amerika ja immer schön Flüssiggas teuer verkauft. Das könnte gefährdet sein. Warum lesen Sie hier? Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. DAX-Aktien, da gibt es einige günstig bewertete. Da gibt es vielleicht sogar Perlen. Welche das sind, das sehen Sie da. Ich empfehle also zwei Artikel und jetzt empfehle mich übers Wochenende. Montag bin ich wieder für Sie da. Jetzt mache ich ein bisschen Party. Ich sage Servus und Ciao.